Was geht ab, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu Die Zwerge. Wir sind jetzt von Grünhain wieder losmarschiert, müssen jetzt zum König, der hier unten steckt, um halt Bescheid zu sagen, dass das verdorbene Land auf dem Weg ist. Seit ihr Grünhain verlassen habt, hast du dir Gorens Bücher angeschaut und versucht, ihnen ihr Wissen zu entlocken. Doch nun musst du dir eingestehen, dass du sie nicht entziffern kannst. Sie sind in der Gelehrtenschrift für hohe Magi verfasst. Und diese hat Lord Ionan dir nie beigebracht. Dennoch bist du dir sicher, dass die Bücher wichtig sind. Warum sonst sollte Goren sie Turgur, dem Schönen, zukommen lassen wollen? Mit einem Seufzen verstaust du die Bücher. Dabei fällt dein Blick auf den Beutel, den Lord Ionan dir mitgegeben hat. Hat Goren Lord Ionan um die Rückgabe der magischen Artefakte im Beutel gebeten? Wenn ja, könnten sie... Du nimmst den Beutel und betrachtest ihn. Lord Ionan hat mir verboten, den Beutel zu öffnen. Ja. Was soll's? Goren ist tot und du willst wissen, was du quer durch das geborgene Land schleppst. Du greifst mit unbeteiligtem Gesicht nach dem Beutel, damit die Zwillinge nicht denken, du würdest gegen Lord Ionans Anweisungen handeln. Mit flinken Fingern öffnest du die Knoten. Ein durchdringender, markerschütternder Ton erschallt. Kleine Leuchtkugeln schießen knatternd in die Luft und enden in bunten Explosionen. Bei Wrakas Hammer und allen leuchtenden Feuern seiner Esse! Sofort springen die Zwillinge auf und ziehen ihre Waffen. Du fluchst und verschließt den Beutel schnell wieder. Bei allen Gebirgen des geborgenen Landes, was war das, Gelehrter? Ich wollte nur die magische Falle untersuchen. Sie ist gegen Diebe, falls jemand den Beutel stehlen will. Du versuchst langsam zu atmen, damit sie dir nicht anmerken, dass du dich genauso erschrocken hast wie sie. Boindil schaut den Sack feindselig an. Magischer Firlefanz! Die Zwillinge setzen sich wieder und du schaffst es, deinen Puls langsam wieder zu beruhigen. Ja, moin. Das ist doch schön. Wie in den Nächten zuvor plagt dich das Bild der Elbin, die in Grünhain an den Baum genagelt wurde. Du fährst aus dem Schlaf hoch und blickst dich um. Die Nacht ist ungewöhnlich dunkel. Trotz deiner guten Zwergenaugen kannst du Boindal, der Wache hat und nur einige Schritte von dir entfernt steht, nur als Umriss wahrnehmen. Okay. Du willst dich wieder hinlegen, doch plötzlich fühlst du etwas Kaltes an deinem Hals. Neben dir schiebt sich das blasse Gesicht eines Alps in deinen Blickwinkel. Guten Abend. Ja, moin. Ich fürchte, wir haben einander in Grünhain verpasst, sodass es meine Gefährtin allein mit euch aufnehmen musste. Versuche, um Hilfe zu rufen, versuche, sie zu befreien. Du willst etwas sagen, doch die Klinge drückt auf deinen Kehlkopf und du kriegst nur ein Röcheln heraus. Du musst nicht reden. Ich werde dich nicht töten. Noch nicht. Weißt du, was ich stattdessen tun werde? Du suchst fieberhaft nach einer Antwort, aber du kannst dir nicht einmal vorstellen, wie ein Alp denkt. Ich werde alle töten, die dir etwas bedeuten. Ich werde dein Leben zerstören. Oh, shit. Und du wirst in der Hoffnungslosigkeit versinken, Unterirdischer. Dein Verderben heißt Sintoras. Du spannst deine Muskeln an, um dich zu wehren. Doch plötzlich merkst du, dass die Klinge von deiner Kehle verschwunden ist. Du siehst dich verwundert um. Der Alp ist nirgends zu sehen. Du blickst zu Boindal hinüber, der im hellen Mondlicht jetzt gut zu erkennen ist. Neben dir schmatzt Boindil im Schlaf. Du fasst an deinen Hals und als du nichts fühlen kannst, atmest du erleichtert aus. Nur ein Albtraum. Okay. Nur ein Albtraum. Das sagst du dir zumindest. Doch den Rest der Nacht tust du kein Auge zu. Ja, würde ich auch nicht. Wir brauchen einen Händler, sonst verhungern wir bald. Erneut packt Boindil seinen Zwergenkäse aus und gabelt dem Feuer. Als er dir ein Stück reicht, nimmst du es an. Wusste ich doch, dass wir aus dir noch einen Zwerg machen können. Du kaust auf dem Käse herum, um nicht antworten zu müssen. Der Geschmack ist doch besser, als du anfangs gedacht hast. Oh. Der Hunger ist der beste Koch, ne? Ihr erreicht ein kleines, geschäftiges Dorf. Überall herrscht emsiges Treiben. Nur eines fehlt. Der alles durchdringende Klang von Metall auf Metall, der normalerweise zu dieser Tageszeit aus der Dorfschmiede ertönen müsste. Vor der Schmiede sitzt ein mürrisch dreinblickender Mann mit seinem rechten Arm in einer Schlinge. Als er euch sieht, erhellt sich seine Miene und er springt auf die Füße. Werte Zwerge, wäret ihr daran interessiert, mir in meiner Schmiede auszuhelfen? Wenigstens für einen Tag.
Der Blick des Mannes liegt zwischen Verzweiflung und Hoffnung. Als ihr nicht sofort antwortet, setzt er nach. Ihr werdet natürlich fürstlich für eure Arbeit entlohnt. Ich kann euch 100 Goldstücke für eure Arbeit zahlen. Was ist mit eurem Arm passiert? Genau. Ein dummer Unfall. Eine Kiste mit Rohlingen ist heruntergefallen. Ich wollte sie auffangen. Es wird verheilen. Zum Glück, aber ich kann den Hammer für eine Weile nicht schwingen. Dann muss ich wohl einiges an Arbeit angesammelt haben. Du nickst verständnisvoll. Okay, ich muss mich korrigieren. Oder aus einem anderen Grund nicht in das mit den Zwergentötern kommt jetzt erst. Eine Menge. Aber wenn es stimmt, was ich über die Schmiedekunst der Zwerge gehört habe, wird es euch ein leichtes sein, alles noch heute zu erledigen. Ich helfe euch. Ich habe einige Zeit in der Schmiede gearbeitet. Das einige Zeit in deinem Fall fast ein ganzes Menschenleben bedeutet, verschweigst du bescheiden. Wenig später stehst du in der Schmiede und begutachtest das minderwertige Werkzeug des Schmieds, während er die Esse anfeuert und alles so gut für die Arbeit vorbereitet, wie es mit einem Arm geht. Du konntest die Zwillinge nicht überreden, dir zu helfen. Als Krieger würden sie lieber auf die Jagd gehen, hatte Boindil verkündet. Aber du hältst es für wahrscheinlicher, ihn später im Gasthaus bei einem Bier anzutreffen. Bier! Du freust dich darauf, nach langer Zeit wieder schmieden zu können. Natürlich. Stunden später hast du alles um dich herum vergessen. Die Hitze der Esse, der Schweiß auf deiner erhitzten Haut, das Spiel der Flammen. Du bist in deinem Element und arbeitest wie im Rausch. Der Schmied hat die Schmiede längst mit einem zufriedenen Grinsen auf dem Gesicht verlassen. Hey, ich rede mit dir. Überrascht schaust du auf. Du hast nur das Schlagen des Hammers gehört und hast nicht bemerkt, dass jemand eingetreten ist. Schaffst du das? Du kannst den Mann mittleren Alters auf Anhieb nicht leiden. Seine hellen grauen Augen mustern dich so eindringlich, das sind die Söldner, dass sie durch deine Kleidung in dein Innerstes blicken. Der Mann deutet auf zwei Pferde. Die beiden. In einer Stunde. Du blinzelst, schaust mit dem Schmiedehammer in der Hand zwischen den Pferden und dem Mann hin und her und stellst dich dumm. Was ist denn mit den Pferden? Du hast erwartet, dass der Mann aufbrausen würde. Aber dass er dir leise und sehr langsam sagt, du möchtest bitte die beiden Pferde neu beschlagen, beunruhigt dich mehr, als wenn er wütend geworden wäre. Die beiden sollen beschlagen werden? Kleinigkeit. Der Mann wirkt nicht überzeugt, aber du machst dich routiniert an die Arbeit. Zwei weitere gerüstete Männer stehen bei den Pferden und mustern dich aus den Augenwinkeln. Du konzentrierst dich auf die Arbeit. Das einzige Geräusch ist das melodische Schlagen des Hammers auf den Amboss. Aus dem Augenwinkel behältst du die gerüsteten Männer im Auge. Du vermutest, dass es Söldner sind. Als du gerade das dritte Hufeisen anpasst, betritt ein weiterer gerüsteter Mann die Schmiede und spricht leise mit dem Anführer der Gruppe. Er ist der Einzige hier. Der Mann nickt in deine Richtung und du konzentrierst dich schnell auf deine Arbeit. Du lässt dir nichts anmerken und bringst deine Arbeit zu Ende. Als der Anführer der Söldner dich bezahlt, hast du das Gefühl, als wolle er dich mit Blicken durchbohren. Ohne ein weiteres Wort verlassen die Männer die Schmiede. Also, ihr seid Söldner, nehme ich an? Du willst nur etwas Konversation betreiben, doch der Mann schaut dich nur ungläubig an, als hätte er nicht erwartet, dass Zwerge sprechen können. Ja. So etwas Ähnliches. Viel zu tun? Und wisst ihr etwas über die Ork-Armeen aus dem Süden? Wir können nicht klagen. Der Tonfall des Mannes macht dir klar, dass er das Gespräch mit diesen Worten für beendet hält. Schweigend verrichtest du deine Arbeit. Als der Anführer der Söldner dich bezahlt, hast du das Gefühl, als würde er dich mit seinem Blick durchbohren wollen. Ohne ein weiteres Wort verlassen die Männer die Schmiede. Du ignorierst die Reiter und konzentrierst dich auf deine Arbeit. Als du später den Zwillingen von deinen Besuchern erzählen willst, wissen sie genau, von wem du redest. Sie sind ihnen auf der Rückkehr von der Jagd begegnet. Ihr verbringt die Nacht im Haus des Schmieds und zieht am nächsten Morgen mit der verdienten Belohnung weiter. Müsst ihr nach unten. Hilft ja nix. Ein bisschen falsch gegangen, gerade. Muss ja hin, ne? Es herrscht eine unheimliche Stille, als ihr euch Deichseldorf nähert.
Auf dem Fluss ist kein einziges Fischerboot und viele der Häuser sind abgebrannte Ruinen. Die Schweineschnauzen haben ganze Arbeit geleistet. Mögen wohl keine Fische. Boendal wirft seinem Bruder einen vorwurfsvollen Blick zu. Überall liegen Leichen herum. Doch es scheint dir, als müssten es mehr sein. Kurz hoffst du, dass einige Bewohner fliehen konnten. Doch dann denkst du daran, dass die Orks nach ihrem Sieg hungrig gewesen sein könnten und dir dreht sich der Magen um. Boendal legt dir eine Hand auf die Schulter. Komm weiter. Für diese Menschen können wir nichts mehr tun. Aber vielleicht für andere. Richtig. Als ihr auf dem Hügel über Gutenauen steht, fällt euer Blick auf das, was von dem Großdorf übrig ist. Das Meer roter Ziegeldächer ist einem Wald aus abgebrannten schwarzen Gerippen gewichen. Shit. Zersplitterte Holzbretter und verbogene Eisenstangen sind alles, was von dem Tor übrig ist. Ich konnte sie nicht retten. Selbst das verstärkte Tor. Kann man ja nichts für, ne? Etwas abseits vom Weg seht ihr einen Lichtschein durch die Bäume dringen. Das Lager der Holzfäller. Du erzählst den Zwillingen von deiner Begegnung mit den Holzfällern und wie du sie eingeschüchtert hast. Ha, sehr zwergisch. Aber ich glaube, denen müssen wir trotzdem eine Lektion erteilen. Die Menschen sind nicht unsere Feinde, Boindil. Du musst dir eingestehen, dass du den Holzfällern gern eine Lektion erteilen würdest. Doch du musst Boendal recht geben. Es ist nicht unsere Aufgabe, Menschen zu verprügeln. Aber... Ein strenger Blick von dir und Boendal bringt Boindil zum Schweigen. Mit einem grimmigen Boendil im Schlepptau setzt ihr eure Reise fort. Ja, sollten wir die jetzt angreifen? Warum befindet sich der Stollen des Magus hier mitten im Nirgendwo? Und... Warum lebt der Herrscher von Ionandar in einem Stollen und nicht in einem Schloss? Es hat mit den magischen Feldern zu tun, die sich unter dem geborgenen Land entlangziehen. Die 5 Zauberreiche befinden sich dort, wo die Felder am stärksten sind. Alles klar. Und deswegen auch der Stollen, um näher an der unterirdischen Magie zu sein? Yep. Nein, es geht eher um Sicherheit. Nee. Okay. 200 magiebegabte Schüler und eine Quelle nahezu grenzenloser magischer Energie. Der Magus dachte wohl, ein unterirdischer Stollen ist der geeignetere Übungsort als der Turm von Meister Nudin, mitten in Porista. Wir brauchen Verpflegung. Nun sind wir da. Mir gefällt das hier nicht. Hokus Pokus ist nichts Gutes. Wir Zwerge wissen das und lassen die Finger davon, wie Wrakas es wollte. Ich hoffe, du weißt das. Ja. Ich kann nicht zaubern und habe es auch nie versucht. Trotzdem, bitte tretet Lord Ionan respektvoll gegenüber. Bedenkt, dass er es war, der mich einst aufnahm und rettete. Wohlan, mich deucht die Zunge des Gelehrten, beginnt ein wenig hochmütiger zu werden und die Sätze gar merkwürdiger Dings zu winden. Kommt, dass wir uns dem Stollen nähern. Du kannst dir ein ertapptes Grinsen nicht verkneifen. Mit einem beschwörenden Blick auf die Zwillinge trittst du auf den Platz vor dem Stollen. Da du niemanden siehst, den du begrüßen könntest, betrittst du mit deinen Begleitern dein altes Zuhause durchs offenstehende Tor. Ja. Alles klar. Das wird ja jetzt spannend. Din-din-din-din-din-din. Wer hat denn diesen Tunnel gebaut? Mit einer Mischung aus Unglauben und Empörung mustert Boendal die bröckelige Decke. Seid leise, ich möchte Sie überraschen. Ist das ein guter Einfall? Wenn es dein Meister nun vor lauter Schreck verhext? Ich möchte keine Maus oder ein Stück Seife werden. Im Stollen ist es ungewöhnlich ruhig, aber der Duft des Abendessens steigt dir in die Nase. Du stellst dir vor, wie Frala vom großen Topf in der Küche aufblickt und dich freudig ansieht. Es gibt wohl Gesottenes und Gebratenes zum Abendessen. Komm schon! Kein Grund, sich verzaubern zu lassen. Wir bleiben hier, bis du mit deinem Spielchen fertig bist. Alles klar.
Hallo? Danke. Totenstille, das ist nicht gut. In der brodelnden Suppe tauchen vereinzelt Fleischstückchen an der braunen Oberfläche auf, ehe sie wieder in der Flüssigkeit versinken. Der deftige Duft lässt dir das Wasser im Mund zusammenlaufen. Ein menschlicher Fuß? Dir dreht sich um, und nur mit einiger Mühe kannst du gegen den Impuls ankämpfen, schreiend aus der Küche zu laufen. Lass mal die Zwillinge holen, oder? Beziehungsweise, die wollen ja eh nicht kommen. Okay. Was ist hier geschehen? Rede! Oh, noch einer! Krass! Yeah! Bam, bam, bam! Die Zwillinge haben's drauf. Wenn du an einen Zauber denkst, treibe ich dir den guten Stahl ins Hirn. Der Famulus braucht einige Lidschläge, bis er erkennt, in welcher Lage er sich unerwartet befindet. Kurz scheint er seine Möglichkeiten abzuwägen. Dann atmet er aus. Die Anspannung verlässt seinen Körper. Und tot. Schon gut. Ich werde dich zaubern. Was ist hier geschehen? Wo sind alle? Der Famulus scheint kurz mit dem Gedanken zu spielen, auf stur zu schalten. Boendal drückt ein wenig stärker auf das Ende des Krähenschnabels und die Spitze durchsticht die Haut. Blut sickert hervor. Eine Schule voller Magi vernichtet? Ohne Spuren eines Kampfes? Lüge! Die Fakten sprechen gegen seine Behauptung und du klammerst dich daran. Lord Ionans Famuli waren schon in Purista. Hier waren nur noch Anfänger. Wir hatten leichtes Spiel. Der Alp, Sintoras. Er hat darauf bestanden, beim Überfall dabei zu sein, nachdem er erfuhr, dass du hier aufgewachsen bist. Er hat die Tore geöffnet und die meisten hier getötet, bevor sie wussten, wie ihnen geschah. Vor deinem inneren Auge siehst du ein bleiches Gesicht, das sich aus der Dunkelheit schält. In Grünhain hast du gesehen, wozu Albäe fähig sind. Du schiebst den Gedanken beiseite, versuchst einen klaren Kopf zu behalten. Lord Ionan, wo ist er? Nordon hat ihn getötet. Er hat sie alle getötet, in Purista. Im geborgenen Land gibt es niemanden mehr, der es mit dem letzten Magus aufnehmen könnte. Jemand soll es mit allen 6 Magi gleichzeitig aufgenommen und sie besiegt haben? Lächerlich! 5 Magi. Mein Meister Nudin ist Nordon, der Zweifache. Der Herrscher des Toten Landes. Ach so. Und bald der Herrscher über das ganze geborgene Land. Er hat die Meister getötet und den Meistern folgten die Schüler. Sie sind alle fort und er hat die magischen Felder verändert, sodass ausschließlich wir sie nutzen können. Eine eisige Faust packt dein Herz. Unvorstellbar. Es ist doch unmöglich, dass nur noch ein einziger Magus übrig ist und der nicht gegen, sondern für das tote Land kämpft. Tja. Warum schnüffelst du in Lord Ionans Studierzimmer herum? Was suchst du? Ich suche nach Artefakten, von denen Lord Ionan in Purista behauptete, er habe sie in einem Schrank vergessen. Und nach Büchern, die aus Grünhain entwendet wurden. Ich schätze, ihr seid die Zwerge, die die Bücher stahlen? Was will dein Meister mit den Artefakten und den Büchern? Ich weiß es nicht. Er befiehlt, wir gehorchen. Er wird sehr ungehalten sein. Ich habe zwar einen Sack im Schrank gefunden, doch darin befanden sich nicht die richtigen Gegenstände. Oh. Ich habe genug von deinen Lügen. Sie leben! Lord Ionan entkam und hat seine Schüler, Frala und die anderen um sich geschart, um Nordon zu bekämpfen. Pah! Der Krieg war vorbei, bevor ihr merktet, dass er begann. Nordon kann nicht aufgehalten werden. Er ist auf dem Weg hierher und er wird euch... Was wird er? Knopf? Blabla, wir brechen sofort auf. Der Rat der Zwerge muss umgehend informiert werden. Ich gehe nirgendwo hin.
Ich muss meine Freunde finden und ich werde... Orks, viele. Okay, 20 Minuten sind schon wieder um. Mann, Mann. Was soll man da noch zu sagen? Geht ja schneller, als man gucken kann. Ein Anhängerfahrer bringt dem Träger Glück. Ein scharfer Schuh. So. Ja. Okay, liebe Leute, der Kampf kommt in der nächsten Folge. Vielen lieben Dank wieder fürs Zuschalten. Support ist kein Mord. Ihr wisst ja, wie es läuft. Haut rein.